So, da befinden wir uns wieder auf derselben Map. Ich nehme jetzt. Ne, befinden wir uns auf derselben Map? Ich weiß es gar nicht. Aber, ja, hier nochmal Banküberfall. Oh ja, doch, Banküberfall, der Modus Banküberfall. Wir können dann gleich sofort loslegen. Und, ja, jetzt nochmal einen Modus von dem hier aufgenommen. Ich versuche mal auf einer anderen Map dann später zu kommen. Die Ladezeiten sind jetzt meiner Meinung nach recht kurz, aber das ist für eine Beta eigentlich recht normal. Ja, kann man nicht großartig dazu sagen. Es gibt jetzt halt, wie gesagt, keine Messer mehr. Okay, das war auch so ein kleiner Bug. War jetzt, gibt jetzt keine Messer mehr, sondern einfach nur noch, ja, die Leute wissen schon, wo sie sich einkämpfen müssen. Als erstes müssen wir natürlich den Server, ach den Server, den Tresor knacken. Okay, was war das jetzt? Ich bin immer noch geblendet. Wenn man natürlich dann die Beute hat, dann ist man natürlich ein leichteres Ziel. Und wir wurden schon umgebracht, weil ich ein Noob bin. Ja, das ist das Ziel davon ist, dass wir die Beute uns schnappen. Drei Pakete sind es jeweils und an drei verschiedenen Orten abgeben. Das ist quasi wie so ein Capture the Flag. Man nimmt die Flagge und rennt einfach nur noch zu seiner Base, beziehungsweise zu drei verschiedenen Punkten. Ja. Es gibt vier verschiedene Waffenklassen. Das eine heißt, hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Wo sehe ich denn das jetzt hier? Ah, das sehe ich dann. Es das heißt jetzt nicht mal Sniper, sondern heißt die Klasse halt zum Beispiel auch Profi. Und da gibt es viele andere Dinge, die dann. Ja, okay, ich bin schon wieder umgebracht worden. Was habe ich im vorherigen Part noch nicht gesagt? Ich glaube, ja, das habe ich glaube ich schon gesagt, aber ich sag's nochmal, man kann jetzt die Waffen kaufen und muss jetzt keine speziellen Aufträge machen oder irgendwie ein besonderes Level erreichen, um. Ah ja, oh ja, okay. Okay. Ja, um halt irgendwelche Sachen zu machen. Man kann ja auch noch Tarnungen kaufen, was ich ganz geil finde. Aber die sehen jetzt noch langweilig aus. Ich denke mal, da wird es hoffentlich bei Premium-Mitglied, wenn es wieder eine Premium-Mitgliedschaft gibt, eine Ausnahme gemacht, dass man die Tarnung umsonst kriegt, so wie bei Dings. Wenn nicht, dann fickt euch Battlefield und eifert nicht COD nach. Und ja, das war wieder so ein kleiner Bug oder beziehungsweise Hänger, den habe ich bis jetzt bei jedem Spiel gehabt. Ich weiß auch nicht aus welchem Grund. Keine Ahnung wieso. Und ja, was gibt's da großartig zu sagen? Wenn man jetzt Gegner anschießt, spritzt zwar Blut, oder ob die jetzt down gehen, beziehungsweise ob Friendly Fire an ist, weiß ich nicht. Dadurch, dass man ja jetzt sehr viele Rush-Punkte bei Battlefield 4 erreicht hat, beziehungsweise die Community, hat sich dann Battlefield überlegt, okay, wir hauen dann doch noch eine Map raus und zeigen die der Community, was ich recht geil finde. Und er ist tot. Man kriegt jetzt auch einen Hinweis zum Nachladen, was ich schön finde. Ah ja, da snipen sie wieder. Und ja. Wie gesagt, der Modus ist nichts Aufregendes Neues. Was ich nur persönlich geil finde, beziehungsweise was sie gut gemacht haben, ist, dass wir. Okay, man überlegt das jetzt auch, wenn man da einfach mal runterspringt, oder? Okay.
Ja, Downtown gibt's. Das ist die, also die Map ist wirklich riesig. Da kommt man dann nicht mehr weiter, okay. Ja. Ich spiele wieder mit der M5K. Die Runden sind jetzt auch meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz geraten. Aber das liegt bestimmt an der Beta auch. Das war auch bei Battlefield Hardline generell so. Dass ja, das kurz war. Wir haben gewonnen, weil wir alles ausgebeutet haben. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mal eine Bewertung da, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, wir sehen uns in der nächsten Test von der Hardline wieder. Ciao.